Eine glückliche Liebesbeziehung auf Augenhöhe schaffen. So gelingt dir das. Willkommen zu diesem Video. Ich bin Sergej Linz und heute möchte ich dir etwas wirklich Wertvolles zeigen. Etwas wirklich Wertvolles, denn das ist der Weg zu einer Beziehung, zu einer Liebesbeziehung auf Augenhöhe, die wirklich erfüllt ist. Wenn du diese Sachen, die du gleich lernst, in dein Leben integrierst, in deine Kommunikation mit Menschen, in deine Kommunikation mit Männern, in dein Verhalten, dann wird es für dich ein leichtes sein, solch eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Denn immer wieder höre ich von Frauen bei meinen Coachings, besonders oft von erfolgreichen Frauen, von Frauen, die wirklich etwas erreicht haben auf der Karriereleiter oder von Selbstständigen, von Unternehmerinnen, dass sie sich sehnlichst eine Beziehung auf Augenhöhe wünschen und es nur selten dazu kommt, wenn überhaupt. Und immer wieder stelle ich fest, dass es manchmal oder oft dieselben Gründe sind, die dazu führen. Und das, was ich dir heute vorstellen möchte, ist ein bisschen Bewusstheit darüber, in welchen Zuständen wir leben. Es gibt einen sehr, oder es gab einen sehr intelligenten, weisen Mann, einen Mediziner, einen Psychiater namens Eric Byrne. Und er hat ein System entwickelt, ein gewisses Konzept, das ich für hochgradig gut finde, um genau das zu beschreiben, was nötig ist, um unsere Kommunikation auf ein richtiges Level zu heben und unser Verhalten vor allem so zu managen, dass wir mit unseren Mitmenschen tatsächlich auf Augenhöhe uns austauschen, vor allem auch in Liebesbeziehungen. Es gibt drei, oder diesem Konzept nach gibt es drei Ego-Zustände, in denen wir verweilen. Und egal in welchem Moment wir gerade sind, egal was wir gerade machen, wir befinden uns immer in einem dieser drei Zustände. Diese Ego-Zustände sind, ja, ich male hier wieder mal die Strichmännchen auf, die so gut ankommen. So, Männchen, Weibchen. Natürlich auch mit Armen. Und diese drei Ego-Zustände sind Nummer 1, das ist das Eltern-Ich. Eltern-Ich. Dann gibt es das Erwachsen-Ich. Erwachsen. Und es gibt das Kind-Ich. Ja, hier ist das Kind. Auch schön hierarchisch aufgelistet. Und das Kind, das steht für impulsive Reaktionen. Also wenn du dich so verhältst, wie du dich als Kind verhalten hast, dann bist du im Kindmodus. Das bedeutet, wenn du Bock auf Eiscreme hast, dann holst du dir Eiscreme. Wenn du gerade irgendwas auf der Seele hast und das rauslassen willst, dann lässt du es raus. Wenn du etwas willst, dann forderst du danach. Also du bist wirklich davon überzeugt, dass es nichts anderes gibt in der Welt. Ja, weil du damals noch nicht gelernt hast, Kompromisse zu schließen. Weil du ja, durch Fordern versuchst, mit der Umwelt zu kommunizieren. Manchmal auch durch Zurückhalten. Das ist auch ein Kindmodus. Ja, das ist auch eine impulsive Reaktion. Das Eltern-Ich, das sind... Ja, das ist das kritische Verhalten, das ist das sorgevolle Verhalten. Also das Elternteil kümmert, will sich um jemanden kümmern. Dazu braucht man natürlich auch eine gewisse kritische Sichtweise. Und der Erwachsene, sein Verhalten ja, begründet sich auf die Realität, also auf den realen Fluss der Tatsachen, auf Fakten. Auf die objektive Bewertung des Ganzen. Und der Mann ja, hat ebenfalls, also sowohl die Frauen haben dieses Eltern-Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich, als auch der Mann. Eltern, Erwachsen und Kind. Das Ding ist nur folgendes. Wenn du dich als Kind benimmst oder in bestimmten Situationen, vor allem in stressigen Situationen. Und die Beziehung ist ja, so ein Ding, das Stresssituationen triggert.
Weil der Mann, jeder Mann ist ein kleines Spiegelbild deines Vaters aus dem Unterbewusstsein, aus deinem Unterbewusstsein. Und auf jeden Mann projizierst du unterbewusst gewisse Dinge, die du in deinem Kopf hast und behandelst dich so bzw. passt dich so an. Wenn du also immer die Aufmerksamkeit deines Vaters wolltest oder nicht zu viel oder nicht genug davon bekommen hast, dann neigst du dazu und in der Regel auch, dich als Kind mit dem Mann zu verhalten. Also du fällst in so einen Kindmodus, vor allem wenn der Mann ein bisschen auf Distanz geht und ebenfalls dieselben Mechanismen zeigt, die vielleicht dein Vater gezeigt hat. Dann entsteht so eine Kind-Elternteil-Beziehung. Und in diesem Modus ist der Mann also dafür verantwortlich, dass du das bekommst, was du willst. Ja, also er ist dafür verantwortlich, dass du in den Emotionen bist, die du haben willst. Oder die vielleicht, gerade gebraucht werden. Also du stellst ihn in die Rolle, dass er sich um dich kümmern muss, dass er permanent darüber nachdenken muss, wie es dir gerade geht, dass er deine Wünsche von den Lippen abliest und so weiter. Und das Ding ist, in dieser Position kann er nicht lange sein. Wirklich nicht. Ja, das bedeutet eine gewisse Zeit kann er das Spiel mitspielen, wenn du sympathisch bist und ihr euch versteht. Und wenn du jedes Mal, wenn es etwas komisch wird in eurer Beziehung, in dieses Kind-Schema fällst, indem du emotional wirst, indem du impulsiv wirst, indem du deine Emotionen überhaupt nicht kontrollierst, ja, dann verfällt der Mann in den Elternmodus und er kann diesen Elternmodus nicht lange halten. Das bedeutet, irgendwann wird er sich danach sehnen, auch in die anderen Modi reinzugehen und eure Beziehung wird auseinandergerissen, weil du wirst nicht allein dadurch auf ihn einwirken. Ein anderes Extrem ist, wovon oft erfolgreiche Frauen betroffen sind. Frauen, die gelernt haben, ihren Mann zu stehen oder ihre Frau. Frauen, die gelernt haben, die Verantwortung zu übernehmen. Frauen, die in Stresssituationen gern diesen Leader-Modus einschalten und anfangen, die Situation zu strukturieren. Sie haben sehr oft das Problem, dass sie aus diesem Eltern-Ich handeln, wenn sie sich in der Beziehung irgendwie nicht wohlfühlen. Also wenn irgendwelche komischen Situationen auftauchen. Der Mann ruft nicht oft genug an. Oder er sagt etwas. Oder Meinungsverschiedenheit, irgendein Konflikt. Dann sorgt die Frau dafür, dadurch, dass sie aus Unsicherheit in diesen sicheren Modus, in dem sie sich sicher fühlt, den sie vielleicht aus ihrem Arbeitsumfeld kennt, aus ihrem Business, wo sie wirklich etwas auf die Beine stellt, dass sie durch dieses Eltern-Ich dafür sorgt, dass der Mann im Kindmodus ist. Sie kommuniziert mit ihm, als ob er ein Kind ist. Sie kritisiert ihn. Sie versucht, sich um ihn zu sorgen. Sie macht Dinge für ihn, um die er nicht gebeten hat. Einfach, weil sie davon ausgeht, dass er ohne sie irgendwie verkommt. Ja, er überlebt ja nicht ohne sie, ohne ihre Leitung, ohne ihre Führung. Ja, kann er ja nicht in dieser Welt stehen bleiben. Deswegen merken solche Frauen manchmal, dass die Männer, mit denen sie sich treffen, sich zurückziehen, impulsiv werden, dass sie irgendwann keine Lust haben, sich in dieser Beziehung zu halten, vor allem wenn es Männer sind, die über einen gewissen Status verfügen, die sehr, sehr ungern in diesem Kind-Ding sind. Das bedeutet, er wird sich, ja, also für ihn bist du eine Mutter. Eine Mutter, die er 20 Jahre seines Lebens oder 18 Jahre seines Lebens erlebt hat, die ihm immer gesagt hat, was er tun soll oder nicht, wo er, keine Ahnung, die letzten 10 Jahre von diesen 20 Jahren, wo er bei seiner Mutter gelebt hat, sich geschworen hat,
Sobald bekomme ich genug Kohle zusammen, um jetzt, um dann auszuziehen und mich nie wieder so behandeln zu lassen, kommt er zum Date mit deiner Frau oder er verbringt Zeit mit dieser Frau und merkt, hey, ich fühle mich wie so ein kleines Kind. Und er distanziert sich nicht, weil du doof bist. Er distanziert sich nicht, weil du uninteressant bist oder nicht sympathisch oder weil er dich nicht anregend findet. Das hat damit nichts zu tun. Er distanziert sich von diesem Rollenverhältnis. Ja, er ist nicht gerne Kind. Seine Meinung ist nicht so bedeutend. Seine Impulse, also das, was er möchte, das, was er sich denkt, das, was er, die Strategie, die er im Leben wählt, sie ist nicht gut, so sagt man ihm, ja, und das ist besser. Und davon versucht der Mann sich zu distanzieren, weil wenn er selbstständig ist, wenn er diese Rolle schon ausgelebt hat, wenn er nicht dieses impulsive, schwache Typ ist, der die ganze Verantwortung auf andere oder auf seine Partnerin abwälzen möchte, also so Muttersöhnchen-mäßig. Für Muttersöhnchen ist dieses Konzept großartig. Nur, ob es auch großartig für die Frau ist, sehr, sehr oft fraglich. Ja? Wenn sie so ein Muttersöhnchen erwischt, dann wird ihr Eltern-Ich noch mehr bestärkt. Und sie versucht noch mehr, dieses Eltern-Ding aus sich rauszuholen. Aber was sie macht, ist, sie verstärkt nur dieses Kind-Ich von ihm. Und das Ganze geht nicht gut. Das, was ich dir in diesem Video zeigen möchte, ist nur, wenn, ich meine, das alles in uns drin. Nur wenn eure Kommunikation zueinander zu maximal 20% im Kind, also im Kind-Modus ist und hier, also und zu 20% im Elternmodus ist. Du bist 20% der Zeit, die du mit ihm verbringst. Maximal, wirklich maximal. Im Elternmodus. Ja? Es lässt sich nicht vermeiden. Wir finden uns in Situationen wieder, wo wir manchmal so reagieren wie unsere Eltern. Wie unsere Eltern gedacht haben. Wie unsere Eltern gesprochen haben. Wie unsere Eltern sich verhalten haben. Ja? Das können wir manchmal nicht kontrollieren. Wir haben uns diese Muster irgendwann aufgeschnappt. Und wir duplizieren sie irgendwann im Laufe unseres Lebens in bestimmten Situationen. Achte darauf, dass du maximal 20% in diesem Eltern-Ich verbringst, maximal 20% in dem Modus. Und dass ihr 60% eurer Zeit, mindestens, im Erwachsenenmodus miteinander sprecht. Das bedeutet, ihr seid gleichwertige Menschen, ihr seid auf Augenhöhe. Nur wenn ihr beide im Erwachsenenmodus seid, dann seid ihr wirklich in diesem Modus. Das bedeutet, dieses objektive Bewertung des eigenen Verhaltens ist die Möglichkeit der Annahme, dass du nicht alles perfekt und richtig machst. Das ist die Fähigkeit, sich zu entschuldigen. Das ist die Fähigkeit der Selbstreflexion. Das ist die Fähigkeit der Unterstützung, der gegenseitigen Unterstützung. Und nur wenn du dich im Erwachsenenmodus befindest, kannst du auch seinen Erwachsenenmodus zutage fördern. Und mit diesen Frauen fühlen sich Männer gleich auf Augenhöhe. Sie fühlen, dass sie weder als Kind benutzt werden, noch als die ganze Zeit als so ein Elternteil, der die ganze Zeit kein Auge zudrücken kann, weder essen noch schlafen, sondern die ganze Zeit auf das Kind aufpassen, sondern ist auch im Erwachsenenmodus. Er lernt Entscheidungen zu treffen, er lernt die Situation objektiv zu beurteilen, er lernt sich an der Realität, an der fließenden Realität und dann an der Faktenlage zu orientieren. Und genauso auch in Diskussionen mit dir, in Konflikten mit dir, in allen möglichen Dingen. So, dass das für euch so die Baseline ist. Denn dort erschafft ihr eine Balance. Und wenn ihr von Anfang an diese Rollen, vor allem wenn du von Anfang an diese Rolle in dein Leben integrierst, egal ob du jetzt schon einen Mann hast oder nicht,
Du kannst jetzt bereits damit anfangen, in diesem Modus zu sprechen, in diesem Modus dich zu verhalten, in diesem Modus zu arbeiten, in diesem Modus dich auszuruhen. Achte einfach darauf, in welchem Zustand, in welchem Ich-Zustand bin ich gerade. Bin ich gerade das Eltern-Ich? Bin ich gerade das Kind-Ich? Oder bin ich gerade im Erwachsenen-Modus? Denn hier in diesem Erwachsenen-Modus verschwendest du weitaus weniger Energie für Impulse oder für übermäßige Aufmerksamkeit. Und bist tatsächlich auf Augenhöhe mit den Männern, mit denen du sprichst, mit denen du datest, mit dir selbst, was ganz, ganz wichtig ist. Dann auch hier, wenn du im Kindmodus bist, in der meisten Zeit, dann sehnst du dich nach jemandem, der das Elternteil übernimmt. Und dann ist deine Partnerwahl oder Partnersuche gestaltet sich ein bisschen schwierig, weil du da immer Typen anziehst, die dir nichts, die dieses Kindschema oder das, dieses Elternschema noch mehr verfestigen. Ja? Darauf solltest du achten, das Erwachsene-Ich. Wie gesagt, das ist nur ein winziges Element von einer Beziehung auf Augenhöhe. Wenn auch du diese Art von Beziehung aufbauen willst, denn meiner Meinung nach nur so kann eine glückliche Beziehung passieren, wenn sie auf Augenhöhe passiert. Wenn du lernen willst, wie das geht, wenn du lernen willst, wie du dich in diese Frau verwandelst, die mit Männern, und zwar wirklich auf alle Männer einwirken kann, durch ihre, nicht nur dadurch, sondern auch durch deine Weiblichkeit, durch gewisse Instrumente, durch gewisse Mittel, durch gewisse Methoden, dadurch, dass du dein Ich neu managst, dann bewirb dich zu einer kostenlosen Beratungssession. Du findest den Link in der Beschreibung zu diesem Video. Dort kannst du dich bewerben und dann werden wir uns besprechen, wo du gerade im Leben stehst, was dein Ziel ist, welche Art von Beziehung du führen willst. Und dann werden wir uns einen Plan erstellen, wie du dorthin kommst, wo du hin willst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib diesem Video gern ein Like. Abonniere meinen Kanal, wenn das noch nicht geschehen ist. Aktiviere die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn neue Videos von mir rauskommen. Und außerdem mache ich immer wieder Livestreams, wo du mir deine Fragen stellen kannst, die ich auch live beantworte. Und bewirb dich zu der kostenlosen Beratungssession. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ach ja, hinterlass mir in den Kommentaren deine Meinung zu diesem Thema, was dir dazu einfällt. Ich lese jedes Kommentar durch. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Bis bald, dein Sergej Linz.